Guten Tag, ich bin Dr. Vincent Mitscherling und hier sind wir wieder zu Kurz erklärt. Ich kläre euch heute über ein paar Mythen und Märchen der Zahngesundheit auf. Die werde ich am Anfang mal vorlesen und dann gehe ich mal genauer darauf ein. Mal gucken, was mich erwartet. Ich weiß es eben auch nicht. Erstes Märchen ist, es ist egal, welche Zahncreme ich benutze. Nein, das ist jetzt nicht egal. Es gibt verschiedene Zahnpasten. Manche haben verschiedene Substanzen drin, andere haben erhöhte Fluoridgehalte enthalten in der Zahnpasta. Und es ist wichtig, was man damit erreichen möchte. Es geht hauptsächlich um den RDA-Wert und der gibt an, wie hoch diese Zahnpasta abrasiv ist. Das heißt, wie stark sie den Zahn oberflächlich reinigt und diesen sauber macht, und wenn dort gröbere Partikel drin sind, reinigt man mehr vom Zahn, aber entfernt auch automatisch mehr vom Zahnschmelz. Deshalb ist es schon wichtig, dass man guckt, welche Zahnpasta man dort nimmt, und für unterschiedliche Patienten gibt es eben auch unterschiedliche Zahnpasta. Noch ein Mythos, mal gucken, manche stimmen ja, manche irgendwie nicht. Rauchen macht die Zähne nur oberflächlich gelb. Also Rauchen ist generell wahnsinnig schlecht für die Zähne. Und Rauchen verfärbt die Zähne sehr stark, oberflächlich, aber auch langfristig können die Zähne wirklich dann einfach gelber werden durchs Rauchen. Kann man natürlich lösen durch zum Beispiel ein Bleaching und regelmäßige Zahnreinigung. Weißmacher, Zahncremes sind gut für jeden Tag. Also ich kann davon dringend abraten, von Weißmacher-Zahnpasten. Erstens bringen die nicht so viel, zweitens haben die meistens einen sehr hohen RDA-Wert, nutzen den Zahn sehr stark ab und dadurch wird die oberste Zahnfläche einfach entfernt und dadurch wirken die Zähne heller. Aber ich kann davon nur abraten, wenn, dann würde ich ein professionelles Bleaching empfehlen. Parodontitis schadet nur Zahnfleisch und Zähnen. Nein, Parodontitis ist wirklich eine chronische Erkrankung, die sehr gesundheitsschädigend ist. Denn die Bakterien, die dort in diesen Zahnfleischtaschen sitzen, gelangen in die Blutbahn, zirkulieren durch den Kreislauf und können alle möglichen Risiken deutlich erhöhen. Zum Beispiel das Schlaganfallrisiko ist deutlich erhöht. Man kriegt schneller Herzinfarkte. Also damit ist nicht zu spaßen und eine Parodontitis sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wenn ihr mehr über Parodontitis erfahren wollt, hört doch einfach mal in den Podcast rein. Die Kollegen erklären das dort genial. Noch ein Mythos ist, Zähne immer sofort nach dem Essen putzen. Das stimmt auch nicht. Man sollte die Zähne nie direkt nach dem Essen putzen. Denn in der Nahrung stecken oftmals säurehaltige Substanzen oder Mittel, die die Zähne leicht anätzen, die Oberflächen. Und wenn man direkt danach Zähne putzt, schrubbt man sich einfach die Zahnflächen frei. Und deshalb sollte man mindestens eine halbe Stunde nach dem Essen warten. Denn dann ist der pH-Wert im Mund wieder neutral und dann kann man auch wieder die Zähne putzen. Aber nie direkt nach dem Essen bitte die Zähne putzen. Wie oft putzt man denn eigentlich die Zähne? Ich kann nur empfehlen, einmal morgens direkt nach dem Aufstehen und abends vor dem Schlafengehen. Denn so reduziert man die Bakterien und die Keime im Mund vor dem Schlafengehen. Und wenn sich dann wieder Bakterien und Keime vermehren im Mund während der Nacht, kann man die morgens gleich wieder beseitigen und so ist man für den Tag super erstmal versorgt. Wenn ihr selber noch Mythen habt oder irgendwelche Fragen an mich habt, dann schreibt ihr doch einfach in die Kommentare. Ich gehe gerne noch auf weitere Fragen oder Märchen ein.